Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the back seat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. I say, 10. Don't break now, the world's locked down. Just close your eyes and we can push you. Fantastische Nachrichten. Die PR für das Horizon Festival hat sich total ausgezahlt. Beim Hafen werden viele Leute sein, um die Autos zu bewundern. Also, rase nicht von der Fähre runter. Wenn du auf der Straße bist, kannst du dann Gas geben. Wir fahren ins Landesinnere und treffen uns heute Abend beim Festival. Kein Rennen dorthin, aber du willst doch sicherlich nicht als Letzter ankommen, oder? Bevor wir starten, möchte ich euch danken, dass ihr mir helft, die Autos zum Horizon zu schaffen. Glaubt mir, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Das wird der Sommer unseres Lebens. Hallo miteinander und ich wünsche euch herzlich willkommen bei der Forza Horizon 2 Demo. Ich spiele gerade hier Demo, wie gesagt. Das ist ein Das erste Video soll eigentlich nur so ein Vorstellungsvideo wäre. Also nur das Spiel wird eigentlich nicht so großartig aufgenommen, als es wird aufgenommen. Aber ich werde es nicht großartig zum Spiel jetzt. Ich stelle mich jetzt vor. Ich bin der André. Bin 12 Gamer Bruder. Bin beim Arbeiten, ich habe zusammen. Und bin auch nur durch den eigentlich nur drin gekommen. Ganze Videoszene bin ich reingekommen, Videomachtszene. Und jo, ich finde, das ist jetzt mein erstes Video. Eigentlich schon lange Zeit dran und es macht mal Spaß. Mit meiner Wolle kann ich euch noch sagen, was ich bekomme. Ich nehme mit One Off. Da habe ich mir dieses Upload Studio runtergeladen, was du gehabt. Und ich habe schon ein paar Videos hochgeladen, aber auf einem anderen Account, denn der existiert dann nicht mehr. Und zum Google, ob das überhaupt geht, von The One, YouTube hochladen, Sprachqualität, wie das alles so rüberkommt. Und jo, wollte halt nur hier, wie das alles so funktioniert, hey, ob es geht. Ben, wie ist das Auto so? Soweit ich weiß, bist du einer der ersten in Europa, die dieses Ding steuern. Es gibt viele Menschen auf dem Festival, die darauf warten, es zu sehen. Also schaffe es in einem Stück dorthin, ja? Und ja, wird gucken, ob es geht. Und es ist einfach ein freier Gang ohne großartige Schwierigkeiten oder so. Das Video nehme ich jetzt gerade auf. Also das Video habe ich nur länger Zeit aufgenommen, aber ich lade es jetzt erst hoch. Planet. Ich habe Probleme gehabt, weil ich wollte das allererste Video habe ich mit dem Passive von der One aufgenommen. Das war gut. Jetzt muss ich leider die Kinect aufnehmen.
einmal ein Headset irgendwie das nicht annimmt oder was, wie es ist. Ich weiß es einfach nicht, was es für Probleme hat. Da muss ich noch rausfinden, wie ich das genau mache. Und solange müssen halt jetzt wohl leider die Sprachqualität an oder an müssen, weil leider lädt, kann ich nichts ändern. Ich gucke, dass ich mal so schnell wie möglich an den Headset fahre für die Bonn. Base Arena live vom Horizon Festival, wo die Autos gerade einfahren, die Party begonnen hat und... ...alle Hände in der Luft sind. Na los, kommt alle her. In 400 Metern nach rechts. Und... Jo, ich versuche so schnell wie möglich mir jetzt zu holen für die One. Damit ich mit der Sprachqualität noch einiges anders machen kann, besser machen kann, weil mir gefällt selber nicht. Aber fürs allererste Video finde ich die Sprachqualität ist nicht schlecht. Und ja, bis. Die Mischung aus Musik und Maschinen, stimmt? Es hat wirklich lange gedauert, was? Aber es hat sich gelohnt. Morgen früh bekommt ihr neue Autos und dann geht's los auf unsere ersten Autotour. Aber heute, willkommen beim Horizon! Danke für deine Hilfe gestern. Man kann ja nicht alle Autos auf einmal fahren, stimmt's? Du hast mir einen Gefallen getan. Jetzt tue ich dir einen. Du brauchst ein Auto, um durch die Horizon-Vorläufe zu kommen. Such dir von diesen eins aus. So, dann suchen wir uns mal ein schönes Auto aus. Da haben wir eine Cola. Ich bin einfach zu schnell, aber das ist nicht so schlimm. Kann leider lesen. Kann ich nichts dafür, aber jetzt nehmen wir gerade Lancer Evolution 10. Ein Mann ganz nach meinem Geschmack. Kommen wir mal dazu, wie ich aufnehme und wie ich hochlade. Da habe ich mir nämlich schon so einen kleinen Plan gemacht. Rallye-Meisterschaft. Einige unserer Top-Fahrer sind hier gemeldet. Von mir hast du das nicht, aber ich glaube, der Kerl im Fokus hat dich im Visier. Okay, such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft zu beginnen. Alles klar, wir sehen uns dort. Eins habe ich noch vergessen. In all unseren Autos sind die drei Radiosender des Festivals schon voreingestellt. Horizon Base Arena, Horizon Access und Horizon Pulse. So, dann fahren wir mal wieder dann zum ersten Rennen. Und nur mal drauf zurückzukommen, wie mein Plan aussieht. Er sieht folgendermaßen aus. Ich bin eigentlich immer dienstags hoch. Und alle vier Wochen habe ich vor mit Race. Wir organisieren ein Rennen für dich und deine Freunde auf dem Festival. Du musst so schnell wie möglich an diesen Blitzern vorbeifahren. Versuch's mal. Mit Basecamp aufzunehmen. Alle vier Wochen Samstags habe ich das vor. Du kannst es so oft versuchen, wie du willst. Versuche herauszuholen, was möglich ist. In 200 Metern. Und alle vier Wochen, wie gesagt. Nee, das muss ich auch wiederholen. Und jo. So, das erste Rennen fahren wir jetzt, aber das sind leider erst nächste Rennen, also nächste Let's Play. Letzte Video war halt nur Gameplay, alle, das ist halt Vorstellungsvideo. Und da würde ich mal sagen, alle, die